müssten gleich beim Drachen sein. Jetzt rechts aber auch mal. Ui. Verzeihung. Ja. Und wieder einmal. Drache ist zurück, Stella. Sollen wir ihm helfen? Gut, machen wir uns bereit. Ich habe ihn angesteuert. Er hat Quarz für mich. Und der Bosskampf ist ganz interessant. Ach, verdammt. Diese Pausen, die dazwischen. Ja, gerade nicht. Könnte Quarz gebrauchen. Ich hätte Quarz da hier ein bisschen Quarz dabei. Rechtzeitig loslassen muss man. So nämlich. Soundtrack auch hier in diesem Abschnitt. Das ist die Titelmusik. Der Soundtrack ist sowieso großartig. Und auf den Deckel. Geholfen. Unglaublich. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesen Drachen jemals wieder begegnen, sollten wir nur helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Ja, ja. Er bringt uns. Und der Fisch ist fertig. Neues Rezept: Granierencocktail. Mhm. Können wir doch bestimmt. Sehr gut. Den Webstuhl. Und gleich hier unten hinpacken. Und dahin fahren können wir dann irgendwann die Sägewerk bauen. Zu dunkel zum Navigieren? Ja. Dann gehen wir mal. Eine Runde pennen. Oh, willkommen zurück, Juli. Essen ist angerichtet.
ich habe auch jetzt Hunger. Nach dem Stream werde ich essen. Oh Gott. Was gibt's bei dir, Leckeres? Was gibt's zum Abendessen? Gerade fertig. Ich habe Nudeln mit einer Soja-Bolognese gemacht. Einfach mal wieder gut. Oh. Nudeln mit Bolognese. Hm. Bei mir gibt es zum Abendessen immer nur kalt. Ich esse lecker Schnittchen mit Belag. Na, Brötchen. Oh, hier können wir mal. Wir können endlich weben. Ui. So viel Leinenfarben brauchen wir? Ich glaube 20 oder so war das. Für das Stahlwerk. Etwas. Nicht für das Stahlwerk, sondern für die. Für das Sägewerk. Das klingt auch super. Ich habe in der Pause noch eine Scheibe Wurst gelöscht. Weil ich einfach so schon Hunger hatte. Das habe ich bereut. Vor allem, weil die Wurst eine Woche über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus ist. Das heißt, ich glaube, die sollte ich mal nachher wegschmeißen. Kein Gammelfleisch mehr. Naschen. Was denn? Habe ich hier nichts mehr? Wir müssen hier genau in der Punkt stoppen, was schwerfällt, wenn er davor steht. Und webarbeiten. Dazu weiß genau, dass er im Weg steht. Das juckt ihn aber nicht. Guck mal, wie er da steht. Kein Anstand macht sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Ah, zu viel, Mann. Sonst hüpft er hier pausenlos rum. Ja. Warte, sobald ich hier weg bin, sobald ich mich mal hier ein bisschen in die Richtung bewege, hüpft er auch gleich wieder weg. Ja, noch bleibt er stehen, aber... Sag, der Drecksack! Hab ich's gesagt, oder? Sobald er sieht, dass ich da wirklich ernsthaft weggehe. So, als Belohnung kriegt er jetzt das Sägewerk. Das passt sogar noch hier unten mit dran. Da können wir dann, wenn wir gleich echt Bretter geholt haben, können wir endlich das Haus für die
Will ich es mal machen. Wow. Sieht großartig aus. Danke für deine Hilfe, Stella. Ihr Sägewerk ist so riesig. Eine wahre Schönheit. Es gibt nur ein Problem. Bitte sei mir nicht böse. Ich habe kein Geld, um dich dafür zu entlohnen. Deshalb spricht man wohl von einem Gefallen. Verstehst du, was ich meine? Danke nochmal, Camming. Gern geschehen. Das hilft uns ja auch selbst. So, dann peilen wir mal das Fahrzeichen hier an. Hinein in den Nebel. Zur Eicheninsel. Schon wieder Kaffee im Ofen zubereitet. Ein Unwetter. Nee, heute nicht. Lass mal gut sein. Blumen gießen im Regen. So muss das. Stella, ich muss dir etwas sagen. Was gibt's? Bin schon vor längerer Zeit darauf gestoßen. Bisher schien es mir nicht so wichtig. Halt dich fest. Erinnerst du dich noch an das Herrenhaus meiner Eltern am See? Es mag merkwürdig klingen, aber es ist hier ganz in der Nähe. Ja, ich weiß. Es wirft einige Fragen zu dieser Welt auf. Ich muss zugeben, dass ich bewusst versucht habe, nicht daran zu denken. Ich kann es kaum noch ignorieren. Ich habe viel Zeit hier mit dir verbracht. Ich glaube, dass ich für diese Herausforderung bereit bin. Dort erwartet mich vermutlich nur Bedauern und Sorgen. Es ist ein Versuch wert. Ich habe den Ort auf deine Karte markiert. Bin bereit, wann immer du möchtest. Erstmal holen wir Holz. Renufelder entdeckt. Da gibt es viel Eichenholz. Das brauchen wir. Ui. Hier ist noch Zeugs. Was haben wir hier? Monsterium mal. Iwashima Hinterland. Okay. Reisen in die Vergangenheit. Oh, Besuch. Willkommen. Bist du hier, um an unseren weltberühmten Furukawa-Führung teilzunehmen? Aber natürlich, du hältst ja unsere Broschüre in der Hand. Die Führung beginnt gleich. Dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der Geschichte und den Pflanzen dieser Insel. Danach kannst du all deinen Freunden davon erzählen. Keine Sorge, nach dieser Führung gibt es keinen Souvenirladen. Auch schade. Bereit? Warum nicht? Perfekt. Dann fangen wir gleich an. Wie du sehen kannst. Noch ein paar Screenshots für eventuelle Thumbnails. Nicht viele kommen diese Insel besuchen. Die meisten bevorzugen Attraktionen in der Großstadt. Hier ist alles ruhig und friedlich. Das spiegelt sich auch in der Fauna wieder.
Reisefelder und gesunde Wälder, Reisfelder und gesunde Wälder sind hier die Hauptattraktion. Gehen wir weiter. Und der Kleine führt uns. Komm mir nicht zu nah. Hier drüben. Die Reisproduktion hier ist wirklich beeindruckend. Die Arbeiter ernten rund um die Uhr. Damit die ansässigen Familien nicht hungern müssen. Gerade ist aber niemand hier. Wann arbeiten die nochmal, die Arbeiter? Rund um die Uhr? Gerade ist keiner hier. Ich weiß nicht genau warum. Manchmal spiele ich in den Feldern, wenn ich frei habe. Aber das ist nicht so wichtig. Weiter zum nächsten Ort. Etwas Abstand bitte. Man kann die Feuchtigkeit spüren. That's what she said. Ich meine, man kann sie richtig spüren. Dieser Eichenwald beschäftigt mich wirklich. Wir haben eine Verbindung. Eine merkwürdige Verbindung. Um ehrlich zu sein, lasse ich diesen Teil der Führung meistens aus. Es wäre schön, wenn wir weitergehen könnten. Wir fällen hier erstmal noch ein paar Bäume. Ich hoffe, die wird uns nicht böse. Echt Stamm, yay. Wir fällen hier mal den Wald. Ich hoffe, du hast da nichts dagegen. Wir lassen ja auch genügend übrig. Wo wir gerade davon reden, dieser Glücksbaum ist der Mittelpunkt der ganzen Insel. Wir wissen nicht, wann er gepflanzt wurde. Reisende aus aller Welt kommen hierher und hinterlassen kleine Nachrichten. Irgendwas, das ihnen das Leben erleichtert. Okay. Können wir eine Nachricht hinterlassen? Hier endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Noch einmal danke für deine Anwesenheit. Ein Trinkgeld ist wie immer willkommen. 50 Glimps wäre es angebracht. Sind 50 Glimps angebracht für diese Führung? Was meinst du? Judy, entscheidest du? War das eine tolle Führung? Ich habe mal die 50 Glimps. Absolut angebracht, kleines Trinkgeld. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich einen Nerv bei dir getroffen hatte. Ich werde dich auf der Liste unserer Newsletter Führung setzen. Oh Gott. Das Scheiße, jetzt haben wir den Newsletter abonniert. Verdammt. Newsletter. Mein E-Mail-Postfach ist jetzt schon am Überquellen. Viel Spaß bei der Weiterbildung. Danke für deine Liebenswürdigkeit. Wie ich Newsletter liebe. Bären. Ach was, du freust dich über Bären. Das hätte ich nicht erwartet. Was du nicht sagst. Wieso können wir denn da keine Nachrichten hinterlassen? Jetzt, wo ich schon den Newsletter abonniert habe, will ich auch. Das ist ein Schaf. Die sehen fantastisch aus. Davon hatte ich gerade geträumt. Kannst gerne eine haben. Und was? Das wurde jetzt so angepriesen, dass man da Nachrichten hinterlassen kann. Ich bin enttäuscht.
Wird jetzt dann in, ich würde, jetzt habe ich von einem kleinen Kerl ein Newsletter abonniert und darf nicht mal eine Nachricht auf den Baum hinterlassen. Ob Atul mal von was anderem als Beeren träumt, von anderem Essen. Pilze. Ein Pilz. Juli, fällt dir hier gerade mal was auf? Also ich finde es beeindruckend, also die Menge an Arbeiter, die hier im Feld arbeiten, das ist die auf dieser Insel, das ist so eine groß bewohnte, so viel bewohnte Insel mit vielen Arbeitern, die hier im Reisfeld arbeiten. Das ist da schon, ist beeindruckend, wie viele hier rund um die Uhr haben. Sie arbeiten rund um die Uhr, ganz genau. Die vielen Leute auf dieser Insel. Danke für deinen Teilnahme an der Führung. Vergiss nicht, deinen Freunden davon zu erzählen. Wie hast du von uns erfahren? Und mit von 1 bis 9 bis 10, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass du uns deinen Freunden empfehlen wirst? Beantworte diese kostenlose Umfrage hier. Neues Rezept. Einmal einen Pilz kochen. Pilze, ich mag Pilze. So, jetzt haben wir doch Eichenholz. Das sollten wir doch. Bad Sägewerk. Das sollten wir doch hier mal sägen können. Aaron, Eiche. Eichenstamm, Sägespäne. Okay, das ging schnell. Die Umfrage gibt es im Newsletter, stimmt. Das können wir endlich mal. Das ist das. Dann machen wir noch keine Eichenbretter. Wir haben doch gerade welche. Gegrillte Pilze. Erdbeeren. Erdbeeren kochen. Das wird doch nichts. Grüß aus Fu. Also das haben wir schon. Newsletter haben wir noch nicht bekommen. Ich dachte, wir können jetzt hier Eichenbretter machen. Das haben wir nur Sägespäne gemacht. Jetzt hier los. Eichenstamm. Was im Sägewerk, dass du was machen lässt. Irgendwie gar nicht. Ist aber merkwürdig. Muss das so? Da habe ich hier einen lustigen Bug. Die Erdbeeren werden nur zu geraten. Obst. Das ist ja ein bisschen dumm. Ich werde mir erstmal schlafen gehen. Hat Ozu dir das Sägewerk schon erklärt? Erklärt nicht wirklich. Ich habe mal die Eichenstämme reingeworfen. Da kam nur Sägezeugs raus. Sägemehl.
Lass mich dir ein wenig helfen. Wenn du Baumstämme zersägst, musst du darauf achten, dass du genau Maß nimmst. Erst dann fängst du an zu sägen. Zweimal messen, einmal sägen. Du musst das Sägeblatt einfach nur ruhig halten und der Schnitzlinie folgen. Wenn du schlampig arbeitest, kannst du einen kleinen Finger oder gleich den ganzen Arm verlieren. Und noch Schlimmeres. Und noch ein Schlag mit dem guten alten Hammer, das bringt Glück. Und jetzt probiere es mal aus, du kleine Gaunerin. Okay, ich hätte hier ein paar Eichenstämme. Oh je. Das war aber nichts. Oh je, da bin ich ja schlecht drin. Verschwinde ich dann damit Eichenbretter oder was? Oh Gott, bin ich schlecht. Da erzeuge ich dann nur Sägemehl. Sehr grausig. Okay, jetzt muss ich mir das. Oh Gott. Übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn keiner mehr fand. Meine Hand meint die Wand und nahm es dem Dübel übel. Übung macht den Kleister. Ganz genau. Das war super. Jetzt kannst du Holz sägen wie ein Profi. Naja, das mit dem Profi. Aber sei bitte vorsichtig im Sägewerk. Halte dich von den gefährlichen Sägeblättern fern. Nur weil du etwas Holz übrig hast, musst du dir noch lange nicht die Hand absägen. Simon, müssen einmal sägen. Jetzt müssten wir noch genügend Holz dabei haben, um die Unterkunft für unsere liebe Schlange zu machen. Sehr schön. Wo doch höchste Eiszeit. Und der hier oben drauf platzieren. Kann sich gleich in den Garten. Genau so. Kann sich aus der Haustierroute in den Garten reingehen. Das ist doch fantastisch. Oh, wie wundervoll. Du musst die alte aber ziemlich hochklettern. Unglaublich, Stella. Holz. Pflanzen. Sogar ein naturbelassener Raum zum Meditieren. Ihr habt euch wirklich selbst übertroffen. In diesem Atul, was machst du da? In diesem Hängebett werde ich traumhaft schlafen können. Ja, ich werde nun wieder ganz gesund sein. Und vielleicht. Hör zu, ich muss dich um meinen Gefallen bitten. Mir ist bewusst geworden, dass ich mich besser um mich selbst kümmern muss. Der Körper sollte auf den Geist hören. Deshalb brauche ich Klarheit. Ich brauche Kraft und Energie. Mir fehlen gerade positive Mineralien. Steine und Kristalle sind auf elementarer Stufe mit der Welt verbunden. Bla bla bla. So wie der Mond dunkel ist, wenn die Sonne nicht erreicht. Der Mond ist nicht dunkel, der Mond wird von der Sonne angestrahlt und. Obwohl der Mond ist schon dunkel, aber es ist ja. Der Mond leuchtet nicht selbst, ja, und so ist es. Hey, Kristalle.
Kriegswasser. Lebewesen verkümmern, wenn ihre tellurische Verbindung unterbrochen wird. Estella, was meinst du? Müssen wir ein paar Edelsteine um eine Reihe für meine Arzneischrank bringen? 3 sollten genügen. Und für dich sollte es sich ebenfalls lohnen. Ich kann dir alle interessanten Eigenschaften der Steine erklären, die du mir bringst. Nicht nötig. Überhaupt nicht nötig. Vielen Dank, aber nein, nicht nötig. Wie du weißt, habe ich oft Hunger. So ist das nun mal. Ach was. Du und Hunger. Sag was. Manchmal bekomme ich dann Lust auf etwas ganz Besonderes. Deine Tante Wief nannte das Magen mit Zielvorrichtung. Versteh mich nicht falsch. Ich will nahezu alles essen, was du mir vorsetzt. Nein! Sag nicht. Aber in diesem Fall wäre es super, wenn du dich ganz besonders anstrengen könntest. Ich werde Bescheid geben, wenn mich der Heißhunger auf etwas packt. Hoffentlich werde ich dich nicht um etwas zu Außergewöhnliches bitten. Aber bei meinem Appetit weiß man nie. Nur zur Warnung, Keimling.